Willkommen zurück zu Im Reich des Himmelsdrachen. Nachdem wir es im letzten Part geschafft haben, Seto zu befreien, dürfen wir jetzt Shukas fangen. Juhu, ich freue mich schon drauf. Uns stehen insgesamt noch 3 Quests zur Auswahl. Ich habe nochmal nachgeschaut auf Screen. Es gibt ja hier ganz hinten noch den mit den Drachenreitern. Ich denke mal, den werden wir dann im nächsten oder übernächsten Part machen, je nachdem, wie schnell das hier mit den Shukas geht. So, und wie wir gerade eben herausgefunden haben, Shukas leben in Schneelandschaften. Also schauen wir mal dorthin. Ich habe auch schon so eine Vermutung, wo sie sein könnten. Aber erstmal müssen wir aus dieser Stadt raus. Puh, hätte ich gewusst, dass wir hier so oft rein und raus müssen, dann hätte ich ja wahrscheinlich irgendwo noch einen Teleporter eingebaut. Aber ich will das Spiel jetzt auch nicht irgendwie verändern oder rumcheaten oder so, weil ich habe ja schon gemerkt, das macht Inno auf jeden Fall ein bisschen böse. Und das muss ich nicht haben. Sonst gibt es am Ende noch Daumen nach unten. Das wäre ja nicht das, was ich möchte. Es gab ja auf jeden Fall, oder es gibt hier oben einen Eiswald. Ich weiß gar nicht, war ich da damals onscreen drin? Haben wir da damals onscreen reingeschaut? Oder war das offscreen? Ich würde auf jeden Fall vermuten, dass sie sich hier unten verstecken. Schauen wir nochmal rein. Okay. Wären sie hier gewesen, dann hätte Kite ja irgendwie was gesagt. Dann schaue ich einfach mal in der Stadt nach. Da hat ja damals, glaube ich, auch der alte Mann davon gesprochen, dass da vor langer Zeit mal Shukas waren. Naja, sehr gut, ein Wait-Befehl. Dann sind wir doch wohl schon mal richtig. Warum wolltest du unbedingt hierher, Kite? Nun ja, um Shuka zu finden. Wir hatten ja den Hinweis, an einem Schneegebiet nachzuschauen. Ja, Shuka bevorzugen in freier Wildbahn kalte Gebiete. Richtig. Aber ich habe auf diesem Kontinent bisher keinen einzigen Shuka gesehen. Und dafür, dass sie ihre Heimat ist, ist das wirklich eigenartig. Ah, ich verstehe. Vielleicht können die Leute uns was über die Shuka erzählen. Richtig. Ein Frogger am Hals mal wieder. Lasst uns mal nachschauen, ob wir hier Informationen bekommen. Die kommen auch besonders gerne dann, wenn wir gerade den Part angefangen haben. Komm, Fremde! Es ist schon eine Weile her, dass wir außenstehende Lyan erreicht haben. Eigentlich gibt es hier nicht viel zu entdecken. Hier gibt's nur Eis und Schnee. Naja, und vor kurzem waren auch noch Shuka hier. Aber sie sind nun alle weg. Warum das? Das kann ich euch leider nicht sagen. Als man sie wegschaffte, war ich einige Tage unterwegs. Na gut, okay, der scheint wohl keine Informationen zu haben. Was zum Teufel ist das da hinten für ein Typ? What the f... Was zum Teufel, der war doch damals noch nicht hier. Huch, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier jemanden finde. Darf man fragen, was er in diesem abgelegenen Ort sucht? Okay, bei dem passen die Fragezeichen wirklich mal. Was war denn das? Es erinnert mich an Vampire's Dawn. Und an diesen Banditen. Sag mir bitte nicht, okay, Inno, schreib mir bitte in die Kommentare, ob ich jetzt durch verschiedene Dörfer rennen muss, um diesen Typen zu finden. Oder ob ich mir das nur einbilde. Weil ich glaube nämlich, wir haben gerade eben eine neue Quest gefunden und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mir einfach sagst, ob es so ist oder nicht. Denn ich denke mal, du hast schon mitbekommen, dass ich das Spiel ganz gern so zu 100%, wie es geht, lösen möchte. Ich hoffe nicht, dass es verschiedene Endings gibt. Das würde mich tatsächlich mal ein bisschen anstressen. Ja, anstressen geht schon, ne? Wir bekommen selten Besuch. Die meisten sind irgendwelche Reisen, die ihr Unterkunft oder Waffen suchen. Und beides werden sie nicht finden. Mir habe ich gerade voll das Déjà-vu-Erlebnis, aber ich war ja auch schon mal hier. Die armen Shuka. Ich wüsste gern, was aus ihnen geworden ist. Entschuldigt bitte, aber wisst ihr, wo sich die Shuka befinden? Was zum, wer seid ihr? Wieso wollt ihr wissen, was mit unseren Shuka passiert ist? Oder halt, seid ihr bei hier, um den Rest zu fangen? Genauso wie es diese Ritter in den silbernen Rüstungen getan haben. Wie bitte? Meint ihr etwa Taran-Soldaten? Haben sie die Shuka mitgenommen? Ja, genau die waren es. Diese Halunken. Gehört ihr etwa zu denen? Um Himmelsdrachen willen, nein. Wir kommen von Veran und Shinoba. Wieso fragt ihr nach Shuka? Wollt ihr sie auch fangen?
Ich gebe zu, dass wir das vorhatten, ja. Ich denke, ihr wisst, was in Veran gerade vor sich geht. Es ist bald Krieg und wir benötigen gute Reittiere, die uns im Kampf helfen können. Das sagte dieser Blondschopf von den Taran-Soldaten auch. Was? Latan war hier? Und trotz meiner Bitten, die Tiere in Ruhe zu lassen, hat er mich umgestoßen und sich einen Dreck darum gekümmert, dass die Schuhkammer mit deiner Brüten sind. Verfluchte Taran-Soldaten, aber Brutzeit? Es wäre natürlich eine ungünstige Zeit, sie dann fangen zu wollen. Schade, ich dachte, er fragte schon nach seinem Bruder. Ich vernünftige Worte. Ich meine, uns persönlich gehören die Schuka nicht, aber wir passen dennoch auf die Tiere auf. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe mich früher immer um Schuka gekümmert, als wir welche hatten. Was würdet ihr eigentlich mit den Schuka machen, wenn der Krieg vorbei wäre? Ich würde sie auf jeden Fall wieder freilassen. Mir selbst gefällt es ja auch nicht, die Schuka für unsere Zwecke zu gebrauchen, aber in solch einer Zeit sind wir froh, jedes Hilfsmittel, das wir zur Verfügung bekommen können, kriegen zu können. Das habe ich gerade auch irgendwie kompliziert vorgelesen. Es stand aber, glaube ich, auch echt kompliziert da. Ihr seid ehrlich. Reis zum nördlichen Schneekontinent. Dort haben sich die Schuka versteckt. Hä? Wieso? Wie gesagt, ihr seid ehrlich. Ich merke sowas. Tut mir bitte den Gefallen und lasst die brütenden Weibchen aus Acht, ja? Ja, werden wir. Vielen Dank. Alles klar, also wahrscheinlich doch wieder zurück zum Schneewald. Es würde mich eigentlich fast schon wundern, wenn sie nicht dort wären. Weil ich meine, sonst gibt es ja nicht besonders viel. Was zum Teufel? Was zum Teufel? LOL? Was zum Teufel geht hier vor sich? Ein Wehrhase. Was zum Teufel? Okay, der war ja ganz schön schwächlich. Ich meine, das war ja auch nur ein Hase, aber... What the fuck? Da hat wohl jemand zu viel Ritter der Kokosnuss geguckt. Ich denke, genauso wird es gewesen sein. Du kannst es ja in die Kommentare schreiben. Halt. Vielleicht müssen wir uns erstmal noch heilen? Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht nachgeschaut. Mal sehen, ob wir hier Schuka finden werden. Aber sie scheinen hier zu leben. Da vorne sind Spuren der Schuka. Lasst uns daher gehen und nach ihnen suchen. Sieht für mich einfach nur nach ganz normalen Fußspuren aus. Können wir hier einfach so ein Zelt benutzen? Können wir natürlich nicht. Naja, ich denke mal, wir werden da drin sowieso schon irgendwo einen Speicherpunkt finden. War ich hier schon mal drin? Oh, da ist ein Killerkarnickel. Ach, das will gar nicht gegen uns kämpfen? Schade. Dabei haben wir doch gerade eben draußen welche gesehen. Noch mehr Killerkarnickel. Keins davon will gegen uns kämpfen. Das hier scheint ein friedlicher Ort zu sein, ohne Gegner. Aber wir sind Schuka. Da sind ja die Schuka. Ja, aber hier stimmt was nicht. Die Schuka sind verwirrt und in Panik. Ja, ich sehe es. Was mag der Grund dafür sein? Lasst uns mal nachsehen. Ja, diese Höhle hier hinten wahrscheinlich. In die wir nicht reingehen können. Warum können wir nicht in die Höhle reingehen? Wir werden hier wahrscheinlich noch irgendwas machen müssen, damit wir das machen können. Also, in die Höhle reingehen natürlich. Oh, die machen witzige Geräusche. Los, scheuchen wir ein paar Schuka durch die Gegend. Die sind so fies und gemein. Dumme Schuka. Ja. Nein, okay. Jetzt sind wir wieder paar 20 und nicht mehr 10 und lassen die Schuka lieber in Ruhe. Dieser Schuka ist ja tot. Und er stirbt nicht an einem natürlichen Tod, das steht fest. Ja, ihm wurde die Kehle durchgebissen. Ob wir die Ursache dafür in dieser Höhle finden? Dürfen wir jetzt erst in die Höhle rein? Ja, wer weiß, was uns da drin erwartet. Na klar, gehen wir da wirklich rein. Es kann ja nicht schlimmer sein als 4x4 Elite-Soldaten noch einmal. Oder? Passt auf! Da kommt was! Das ist eine Hahnviper! Das ist eine Hahnviper aus Dragon Quest! Ein Schuhkerfresser! Und ich dachte, die Geschichten von diesem Monster seien nur Ammenmärchen. Seid vorsichtig, das Vieh sieht sehr stark aus.
Dann benutzen wir doch erstmal. Ich denke mal, ich benutze erstmal Konzentration. Und dann machen wir einfach mal Luftelement. Ich habe keine Ahnung, ob es gut ist. Gyros Ruf. Und ein Angriff. Finde ich auf jeden Fall krass, dass wir auch einen Drachen auf unserer Seite haben. Das macht auf jeden Fall gut Schaden. Dann auf Kalt mal Hast machen. Wir machen weiterhin Aero und es gibt mal den Segen. Wobei ich sagen muss, wenn es nur ein Gegner auf einmal ist, dann... Was zum Teufel? 210 Schaden. Huiuiuiui, das war ganz schön ordentlich. Dann gibt's mal Wut für uns. Und nochmal eine weitere Heilung. Ich weiß jetzt gar nicht so wirklich, ob die notwendig war. Ich hätte wahrscheinlich nur Inno heilen müssen, egal. Jetzt ist es zu spät. Ich bin... Irgendjemand wurde gerade angefroren. Stand zumindest da. Ich mach mal einen Nervenzusammenbruch. Greifen wir nochmal an. Sofern der Gegner dann nur auf Inno geht, geht's eigentlich nach... Ach, Inno ist gerade eingefroren. Dann gibt's nochmal Mut für uns. Ja, wobei, wenn sie sowieso eingefroren ist, dann kann ich auch einfach den Gegner eingreifen. Na, sieht doch gut aus. Schlag nur weiter auf Innocentia ein. Die ist gerade tatsächlich gar nicht notwendig. Und dann Lichtsegen. Schutz vor dunklen Kräften und befreit den Geist. Ich mach's mal auf Inno, vielleicht hilft das ja. Okay, es hat Innos Resistenz erhöht. Das bringt jetzt nicht so wirklich viel. Endet das Eis auch irgendwann mal? Taut sie irgendwann auch mal auf? Oder? Wir machen auf jeden Fall nochmal einen Nervenzusammenbruch. Und dann gibt es mal einen Segen, um alle zu heilen. Shane ist im Wickel. Das ist nicht gut. Ich gebe Inno einfach mal ein Elixier. Are you kidding me? Innocentia ist nicht mehr eingefroren. Dafür jetzt aber Alexia, dann kriegt ihr auch noch ein Elixier. Und? Naja, habe ich wenigstens das Elixier nicht verbraucht. Ich bin ehrlich gesagt froh drum. Heiliges Gebet erlernt oder verbessert. Dafür, dass der Gegner jetzt sehr stark sein sollte, ging das eigentlich. Wir haben die Gefahrenquelle für die Shuka vernichtet. Ja, dank unserer Zusammenarbeit. Kommt, lasst uns rausgehen und die Shuka beruhigen, damit wir sie fangen können. Hinterhältige Gedanken. Lasst sie uns beruhigen, dann können wir sie fangen. Jetzt sind plötzlich alle weg. Oh, sie sind weg. Ich denke, dass die Shuka weggelaufen sind, als sie das Brüllen des Shuka-Fressers gehört haben. Ah, das macht nichts. Ich bin geübt darin, Shuka zu fangen. Du willst sie wirklich alleine fangen, Kite? Können wir dir dabei nicht helfen? Natürlich. Und zwar wäre es praktisch, wenn jeweils einer hier und am Ausgang des Waldes darauf achten würde, dass die Shuka den Wald nicht verlassen können. Gut gedacht, Kite. So machen wir es. Viel Glück, Kite. Pass auf dich auf. Danke, wir sehen uns später wieder, alle zusammen. Die Aufgabe wird es nun sein, die entflohenen Shuka zu fangen. Versuche sie in die Enge zu treiben und beruhige sie, bevor Kite sie einfängt. Insgesamt sind es 4 Shuka, doch wer weiß, vielleicht findet ihr ja noch mehr. Okay, dann schauen wir doch mal nach. Genau, bewache hier mal den Eingang, Schätzchen. Und die toten Shuka zu fangen, bringt ja wahrscheinlich eh nicht mehr so viel. Hab ich dich, bleib schön ruhig, ich will dir nichts Böses. So ist's brav, und nun komm mit mir. Ding Nummer 1. Beim Himmelsdrachen, du hattest aber einen Zahn drauf. Gut, dass du von alleine in die Sackgasse gelaufen bist. Aber Junge, komm mit, ich bring dich zu den anderen. Ach, das finde ich eigentlich gerade recht entspannt. So ein kleines
fangen die Shukas Minispielchen. Ich glaube, hier unten war ja ansonsten keiner mehr, ne? Ich schaue vorsichtshalber nochmal nach, weil ich will wirklich nichts verpassen. Ach, wir können gar nicht hier auf das Eis. Okay, gut. Dann ist da unten definitiv keiner mehr. Ich dachte, dass wir vielleicht noch auf das Eis gehen könnten. Aber da Kite genau weiß, dass es sein eigenes Gewicht nicht tragen könnte, gehen wir gar nicht erst drauf. Dann bleib hier, du Shuka. Und der sieht schon anstrengender zu fangen aus. Uah, daran erkennt man, dass ihr die besten Reittiere seid. Bei der Geschwindigkeit. Bleib schön stehen, ich tu dir nichts. Wunderbar, komm mit, ich führe dich zu deinen Artgenossen. Ja, das war jetzt nicht so besonders clever, aber... Erwischt, du entkommst mir nicht. Keine Panik, bleib schön ruhig. So ist gut, komm mit mir. Mehr kann ich auf Anhieb in dem Wald nicht finden. Also mal sehen, wie es den anderen geht. Okay, schade, ich dachte, wir könnten vielleicht doch mehr finden. Na gut. Hier bin ich wieder. Hat alles gut geklappt? Kite, es tut uns leid, aber ein paar Shuka konnten leider aus dem Wald entkommen. Was? Entschuldige, Kite, sie waren so schnell, wir konnten sie nicht aufhalten. Ich glaube auch kaum, dass wir sie so ohne Hilfsmittel fangen können. Ah. Doch, können wir. Wie meinst du das? Komm einfach mit, dann seht ihr. Und du fährst jetzt auf der Worldmap, Shuka? Nee. Ah, wir reiten einfach selbst. Unser Shiro wird uns helfen, diese Shuka einzufangen. Du meine Güte, wie konnte ich nur unseren Shiro vergessen? Okay, das ist natürlich witzig, wenn Gyro in Wirklichkeit eigentlich auch so wie Shiro ausgesprochen wird, dann klingen die beiden Namen ja sehr ähnlich. Hätte man sich ruhig noch einen anderen Namen für so ein Reittier einfallen lassen können, aber ich will ja nicht zu viel meckern. Ich wusste gar nicht, dass du auch selbst einen Shuka hast, Kite. Wir haben Shiro damals vor 2 Jahren von dem Elfen Chuck und Jen bekommen. Richtig, und da er auch sehr schnell ist, denke ich schon, dass du die restlichen Shuka einfangen kannst. Wir werden es schon schaffen. Nicht wahr, Shiro? Mit dem Shuka Shiro bewegst du dich schneller fort. Fange die restlichen 6 Shuka ein. Vergiss nicht, die Shuka in die Enge zu treiben. Das macht das Fangen leichter. Yay. Wow. Holy shit, das ist ja Super Speed of Light. Halt, ich hab dich. Beruhige dich. Es ist alles in Ordnung. So ist gut. Komm mit mir. Na gut, wahrscheinlich lohnt es sich nicht so wirklich, die Texte vorzulesen. Die wiederholen sich sowieso nur nach einem random Muster oder so. Wo sind die Shuka? Da ist einer. Hab ich dich, keine Panik. Dabei würde ich es doch eigentlich gar nicht mehr vorlesen. Jetzt lese ich es trotzdem noch vor. Ja, die Macht der Gewohnheit. Nummer 2. Ja, da ist Nummer 3. Da ist auch Nummer 4. Und der ist natürlich einfach abgehauen, während wir hier gesprochen haben. Na, super. Da, du Shuka, bleib stehen. Genau, schön hier bleiben. Okay, fehlen noch 2. Das sind einmal die beiden schwierigsten. Da ist noch einer. Oh. Wo ist er hin? Holy shit, die... Kein Wunder, dass sie denen abgehauen sind. Was ist denn das für eine Geschwindigkeit? Oh Gott. Guckt man selbst eckt natürlich an jedem Scheiß an. Alter! Shuka, verdammt, bleib hier! Nein! Den hätte ich gerade so schön schnappen können. Ihr wisst ja, Shuka, Mann, schnappt sie euch alle. Das habe ich ihn auf jeden Fall verloren. Aber es müssen ja sowieso noch ein anderer hier sein, also 2 insgesamt. Das kann was werden. Darauf hatte ich mich jetzt nicht eingestellt, dass das so ein Minispiel ist. Okay. Da war es nur noch einer. Der letzte ist natürlich immer der anstrengendste.
Zumal mir auch so langsam irgendwie die Hände wehtun. Ich nehme gerade wieder ganz schön viel hintereinander auf, aber ich hätte es nicht gedacht. Diese Nebenquests, die machen tatsächlich doch irgendwie alle recht viel Spaß und die sind eigentlich auch alle vom zeitlichen Aufwand her, finde ich, sehr schön. Also ist nicht zu kurz und nicht zu lang. Der einzige, mit dem ich bisher wirklich meine Probleme hatte, das war eben der mit den ganzen Elite-Soldaten. Aber ich denke mal, auch den werde ich in den nächsten... Also den werde ich morgen hoffentlich noch schaffen. Morgen real life natürlich. Real time. Du hast alle Shuka gefangen. Wirklich alle Achtung. Ohne Shiro wäre uns das nie gelungen. Danke, mein Kumpel. Dann haben wir wohl unsere Mission nun beendet, nehme ich an. Richtig. Wir haben mehr Shuka bekommen, als ich erwartet habe. Wir können wirklich stolz darauf sein. Aber werden 10 Tiere für eine Armee genügen, Kai? Nein, deshalb müssen wir den Soldaten in Shinobi erklären, dass sie bis zur Invasion Verans noch weitere züchten müssen. Aber ich denke, dass das schon funktionieren wird bis dahin. Ich bin da sehr zuversichtlich. Das sehe ich auch so. Somit ist unsere Mission zu Ende. Also lasst uns sogleich zurück nach Shinobi gehen. Hervorragend. Mission abgeschlossen. Eine andere Mission, das wird die mit den Drachenreitern sein. Aber ich sag's einfach mal so, wir werden uns dann im nächsten Part von Im Reich des Himmelsdrachen im Schloss von Shinobi wiedersehen. Und ich bin auf jeden Fall schon gespannt, was wir bei den Drachenreitern machen müssen. Ich hoffe, ihr seid's auch und ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal.